Genau, jetzt sind wir raus aus dem Hotel. Genau, mit Selim unterwegs in seiner Heimatstadt. Genau, in Antalya. Jetzt haben wir circa 20 Minuten ungefähr zu unserem Ferienhaus. Das ist gleich hier in der Nähe. Und wir hatten gerade eine anstrengende Trainingseinheit hinter uns und werden noch ein bisschen ein paar Sonnenstrahlen genießen. Heute ist total schönes Wetter. Und Daniel, wie ihr seht, ist mit einer Hand. Ja, so macht man das hier. Oder so hier. Meine Familie kommt aus Antalya und ich bin in Kiel geboren, aber war natürlich als Kind immer wieder hier und habe natürlich die Entwicklung dieser Stadt beobachtet. Ne? Und das ist schon extrem, wie sich diese Stadt in kürzester Zeit entwickelt hat. Wie sich die ganzen Hotels und die, so wie du sagst, Paläste aufgebaut haben. Ja. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Wie oft bist du noch in der Türkei, also so auf Heimaturlaub quasi? Ja, eigentlich nur zur Sommerpause. Mhm. Also wenn ich es schaffe, weil im Winter bietet es ja nicht so viel Zeit an. Da bin ich dann in Kiel überwiegend bei meiner Familie. Aber im Sommer, da versuche ich dann schon eine Woche oder so in die Türkei zu kommen. Um einfach ein bisschen abzuschalten und einfach ein bisschen Urlaub zu haben. Ich blinke hier die ganze Zeit. Brauchst du gar nicht. Brauch ich gar nicht. Blinken wird hier überbewertet. Ja, das ist schon. Daran muss man sich auch gewöhnen. So wie die Türken hier Auto fahren. Ich frage mich manchmal, wie die immer hier Führerschein gemacht haben und überhaupt bekommen haben. Aber relativ wild, ja. Extrem wild, ja. Bist du mit der Türkei noch verbunden? So, also ist das echt noch sehr, sehr präsent bei dir, wichtig für deine Herkunft, dein kulturelles Leben? So? Ja, das ist mir schon wichtig. Also das sind meine Wurzeln und jeder sollte zu seinen Wurzeln stehen und sollte das nicht leugnen. Ne? Ich würde ja sonst meine Eltern damit leugnen, das würde ich niemals machen. Also Deutschland ist für mich meine Heimat, das kann ich so sagen, weil ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich bin in Deutschland geboren. Aber das ist mein Herkunftsland, da kommen meine Eltern her. Ne? Und ich bin gerne hier. Es ist immer ein bisschen Gänsehaut-Feeling so, wenn ich hier in der Türkei bin. Und und wenn ich halt beobachte, wie einige Menschen heute noch hier leben, ne? mit bescheidenen Möglichkeiten, die hier heutzutage noch leben, dann ist das so ein bisschen Fingerzeig. Ne? Weil in Deutschland geht es uns echt sehr gut. Ganz beeindruckend. Daniel ist, muss ich sagen, ganz, ganz gut unterwegs hier. Hält sich auch an die Geschwindigkeit nicht. Aber man muss sich anpassen, oder? Man muss sich anpassen, Integration. Ja, genau. Auf höchster Ebene hier. Ne? Auf der rechten Seite sehen wir dann das Expo-Gelände. Da wird ordentlich gebaut und auch sehr, sehr fleißig gebaut. Es soll das größte Expo-Gelände, glaube ich, in Europa werden. Mit einem eigenen Kanal, wo die Schiffe dann direkt andocken können. Gleich da, noch 5 Minuten. Fünf türkische Minuten, ja. 20 deutsche Minuten. Acht deutsche Minuten. Ist ja aber eigentlich eine sehr sympathische Einstellung, oder? Finde ich zumindest, wenn man sich nicht ganz so stresst. Und natürlich für Deutsche mit dem Thema Pünktlichkeit immer ein bisschen schwierig, aber das Leben ein bisschen lockerer zu sehen, ist eigentlich sehr sympathisch, oder? Also finde ich zumindest. Ich war mal in Afrika, da hatte ich Safari gemacht und auf Swahilisch heißt es Pulle Pulle Araka Hua. Das bedeutet, mach langsam, der Tod holt dich schon ein. Ne? Also stress dich nicht. Ne? Man sollte eigentlich generell etwas, nicht nur jetzt, sollte generell das Leben etwas lockerer sehen. Ne? Also nicht so verbissen, nicht so ernst, nicht so. Manche Leute leben da in ihrem Netzwerk, das Social Network und Handys und denken, das ist das Leben, aber mal einfach mal rausgehen vor die Tür oder ne? Wie wir es früher gemacht haben, als Kinder mal einfach rausgegangen, Fußball gespielt haben oder so oder ja, mit den Freunden sich getroffen haben. Es fehlt langsam so ein bisschen. Ne? Viele sind da zu Hause, spielen PlayStation. Ich sehe das auch innerhalb so meiner Familie, ne? Bei meinem Neffen oder so, bei meinem Cousin. Die,
da muss ich richtig mit denen kämpfen, um Fußball zu spielen. Ne? Und früher als Kind habe ich damit gekämpft, dass überhaupt jemand rausgekommen ist zum Spielen. Ne? Weil, also noch eine Stunde länger draußen bleiben durfte. Ja, das ist aber so. Kam dann der Papa irgendwann und hat gesagt, du, ab nach Hause jetzt, ne? Abendessen, Hausaufgaben machen. Und das vermisse ich so ein bisschen bei den jetzigen Jugendlichen. So, ne? Wann hattest du dein erstes Handy? Mein erstes Handy relativ früh. Weil ich aber auch mit 13 von zu Hause raus bin. Ne? Damals ins Internat von Werder Bremen. Okay, stimmt. Und hab dann auch, kurz bevor ich dann 13 geworden bin, auch mein erstes Handy bekommen. Mhm. Ne? Hatte ich dann am Ende nicht so gebraucht, weil ich dann im Internat auch ein eigenes Telefon hatte. Ein Haustelefon, wo mich meine Eltern erreichen konnten. Ich war mit 13 schon im Internat. Ja. Wenn wir jetzt schon so ein bisschen heute über Heimat reden und über zu Hause, wie war das für dich? Ich meine, du warst echt jung damals noch. So Heimweh. Ja, hatte ich die ersten 6 Monate extrem gehabt. Also ich hatte auch immer wieder überlegt, wieder zurück, weil ich ein sehr familiengebundener Mensch bin. Ganz langsam, wir müssen jetzt rechts, ganz rechts. Vorsicht. Ja, nochmal rechts. Super, perfekt. Bis gleich. Nachbarin, seit sehr, sehr vielen Jahren eine gute Freundin von meiner Mutter. Das heißt natürlich, wenn bei so einem Ferienhaus. Safety first, ja. Ja, muss immer so sein. Ne? Da wird sich mein Vater freuen. Er hat nämlich Orangen gepflückt. Hat noch ein paar Kilo, was er noch abgeschlossen. Ich glaube hier. Hat er hier gelagert. Ya. Senin verdiğin her zaman bela ya. Yanlış anlaşan ya. Arka tarafım yok sadece amca ya. Arkadan belki açar. O da değil. Çünkü burayı çeviriyor biliyor musun? Bak burası çeviriyor. Burayı çevirmenin girmesi lazım. Hiç girmiyor. Anahtar üstten baktığı anahtar iki taraflı. Bu anahtar bir taraflı. Bizler bir eriliği iki taraflı. Baba hacamca burada aynı. Dur baba, şeyi alacağım canım. Tür öffnen auf Türkisch. Tamam girdi. Anahtar girdi. Ama çıkmıyor. Hacım ben çekeyim sen şey. Dur baba ben. Als erstes kaufen wir ein neues Schloss. Tamam. İstersen penseyi getirin. Dur Hacı amca penseyi getirin. Zu Hause anrufen, Bescheid geben, dass er das in Ordnung ist. Das Wort Tür öffnen auf Türkisch. Wahnsinn. Das hat geklappt. Einbruch bei Aydemir. Ja, ist nicht so einfach, meine Freunde. Selbst wenn du Schlüssel hast. Baba hat geklappt. Hat geklappt, alles gut. Nein, alles gut, hat geklappt, alles gut. Sevinebilirsin, hadi. Hadi öptüm, tschüss. Tschüss. Alles klappt, hat er gesagt. Muss auch sein, danke schön, John, vielen Dank. Vielen Dank. Hadi, kendin selber şöyle devam edin. Sağ ol. Sen de gel istersen yukarıya, biraz. Yok, hemen var. Okay. Große Füße. Sollen wir die Schuhe hier vorne gleich mal ausziehen? Ja, ja. Genau, das machen wir. Ne? Da sind noch ein paar Orangen, die übrig geblieben sind. Mein Vater war vor 2 Wochen schon hier, hat
so wie er es mir gesagt hat, fast 300 Orangen, 300 Kilo Orangen gepflückt. Und 200 Kilo davon hat er an Supermärkte verkauft. Ach echt? Ja, und 20 Kilo hat er nach Deutschland mitgebracht. Ja. Und ein paar hat er noch da gelassen, falls ich, wenn ich Zeit hätte, kurz vorbeikommen könnte, um das dann an die Mannschaft weiterzugeben. Ne? Und die Nachbarin hat gesehen, dass wir gekommen sind und dass der Besuch aus Deutschland da ist. Und hat sich schnell mal sowas zusammengebracht für uns drei. Hammer nett. Das werden wir jetzt, auf unserer Terrasse genießen. Und dann können wir weiter. Bis dann. Ich wollte ein bisschen Privates von mir zeigen. Und ja, das ist natürlich die Gastfreundschaft, die man hier in der Türkei so bekommt. Ja, ja, dann greifen wir mal zu gleich. Ne? Ja, würde ich sagen. Eine Hand aus dem Off, danke. Der Flughafen ist auch hier in der Nähe. Man kann auch relativ manchmal beobachten, dass die Flieger da runtergehen. Kam auch gerade ein richtig großer. Ja, ja, früher war das noch viel, viel extremer. Die sind teilweise direkt hier über unseren Köpfen. Also das ist für Leute, die vielleicht draufstehen, sehr angenehm. Aber für mich war das sehr nervig. Ne? Also das war dann schon direkt, wenn meine Mama ihr Wäsche aufgehangen hat, direkt über unseren Köpfen die ganzen Kondommaschinen und Lufthansa. Wir sind Schleichwerbung sind hier direkt drüber geflogen. Es war dann sehr laut, aber mittlerweile fliegen wir dann schon weiter weg. Du bist in Kiel hauptmäßig aufgewachsen. Bist dann aber praktisch in den Ferien als Schüler dann einfach mit deiner Familie auch hergefahren, um Urlaub zu machen. Mhm. Genau. Und kannst du ein bisschen erzählen, wie waren so deine Eindrücke damals? Was hast du für Erinnerungen daran, wie das damals war als Kind? Also. In erster Linie war das natürlich für mich sehr, sehr aufregend. Also es war überhaupt mit meiner Familie zu sein, dadurch, dass ich natürlich mit 13 Jahren von zu Hause raus bin, ins Werder Bremen-Internat damals, ist es immer für mich sehr intensiv gewesen, wenn ich dann die Zeit mit meiner Familie verbringen konnte. Wenn wir dann natürlich hier zu unserem Ferienhaus gekommen sind, war es dann immer ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Ne? Viele Familien sind immer in Hotels geflogen oder mal nach Spanien, mal nach Portugal, mal ja, andere Länder, andere Städte gesehen. Für mich war es immer sehr, sehr schön, hier hinzukommen. Immer wieder zu so einem Rückzugspunkt. Meine Eltern haben das hier alles auch aufgebaut, über die Jahre hinweg. Ich bin hier gewesen mit Großfamilie und sehr, sehr gut in Deutschland und haben nie irgendwelche Sozialhilfen oder sonst was genommen. Das würde bei denen beispielsweise gegen den Stolz auch gehen. Das geht für die nicht. Ne? Wenn man arbeitet und hart arbeitet, dann wird man irgendwann dafür belohnt. Und das habe ich bei meiner Familie immer gesehen und für die war Familie immer das Wichtigste. Und so haben wir das auch unseren den Kindern uns auch so eingeimpft, dass Familie sehr, sehr wichtig ist, dass der Zusammenhalt sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen kam für mich auch nie in Frage, dass wenn ich mal frei hatte, mal nach Spanien fliege, Mallorca oder Ibiza oder keine Ahnung. Für mich war dann ganz klar, ich komme in die Türkei mit meiner Familie, dann hier zu unserem Ferienhaus mit der Stadt. Das ist unglaublich. Also ich kenne das ja, wie das vor 15 Jahren hier war. Hier war einfach gar nichts, hier war nichts. Hier standen ein paar Häuser. Und wie gesagt, der Flughafen ist halt in der Nähe. Der Strand, wo wir dann auch wahrscheinlich gleich hingehen werden, der ist auch in der Nähe. Aber ansonsten war hier nichts. Ne? Und wenn ich jetzt gucke, rechts und links, überall Häuser, überall Bau, überall Penthäuser und sowas. Das ist schon extrem. Ne? Wie schnell sich das in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt hat, ist schon beeindruckend. Du sagst, du bist ein sehr familienverbundener Mensch. Trotzdem warst du mit 13 praktisch allein von zu Hause weg, hast deine Eltern, deine Familie relativ selten wahrscheinlich gesehen. Das ist sicherlich auch Heimweh ein Thema irgendwie. Ja, das war es auf jeden Fall. Also ich habe gerade die ersten 6 Monate sehr damit gekämpft. Also weil ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Das war die Anfangszeit. Du bist raus mit 13 von zu Hause. Die Eltern wollten das nicht, meine Familie wollte das nicht, meine Mama kann es bis heute nicht beantworten, wie sie es zugelassen hatte. Ne? Aber das ist halt natürlich für eine Mutter sehr, sehr schwierig. Aber ich war damals schon so, dass ich für meine Träume, für meine Ziele alles geben wollte und will. Und wenn ich damals so ein Angebot hatte, das von Werder Bremen, dann hat mich das stolz gemacht. Bremen ist zu dem Zeitpunkt deutscher Meister geworden, war mit Bayern München auf gleicher Höhe. Und dass ich da mit 13 so einen Platz mit deiner Hand bekommen habe, war für mich eine Riesenehre. Das ist ja ganz interessant, du sagst, dein Bruder kann das heute noch nicht so richtig beantworten, dass er sich damals nicht gehen lassen. Aber ich glaube,
glaube, der Stolz ist da inzwischen größer, oder? Dass du es geschafft hast, sage ich mal. Definitiv, definitiv, definitiv. Eine Mutter, die fühlt, immer ganz anders. Ne? Die denkt ja immer ganz anders. Sie vermisst so die Zeit natürlich, ne? Die in der Zeit gegangen ist. So, ne? Aber man muss halt sagen, also ich merke das ja, der Stolz meiner Familie ist unheimlich. Also, dass ich professionell Fußball spielen darf, ja, auch in den letzten Jahren mit den ganzen Verletzungen, die ich hatte, zu kämpfen auch hatte, dass ich dann dennoch auf diesem Level Fußball spielen darf, da sind meine Eltern, meine ganze Familie ist natürlich sehr stolz darüber. Ne? Und ich bin selber sehr stolz darauf, dass ich halt mein Traum, dieses Ziel, Fußballprofi zu werden, dass ich das verwirklicht habe. Ne? Darüber bin ich selber auch stolz und bin auch glücklich und ich genieße es. Sagen wir es mal so. Aber du sagst schon viele Verletzungen gehabt, das ist trotzdem irgendwie ein Kampf, immer diesen Traum auch irgendwie aufrechtzuerhalten, ne? Also, dass es so bleibt, ja. Ja, also die Jungs, die gesund sind oder immer gesund waren, die können das vielleicht nicht so nachvollziehen, aber Verletzung ist nicht nur einfach, man verletzt sich, dann kommt man wieder zurück, da fehlt eine Spielpraxis, da fehlt diese Trainingseinheit mit der Mannschaft, da fehlt dann auch das Mentale so ein bisschen, ne? Was auch im Fußball enorm wichtig ist, ne? Und da wieder immer wieder zurückzukommen, immer wieder sich ranzukämpfen, immer wieder dran zu sein und dann irgendwann dieses Erfolgserlebnis dann mit der Mannschaft zu haben oder vielleicht für sich selber dann, indem man ein Tor schießt oder was Schönes vorbereitet, da hat man immer so diesen Fokus drauf und wenn man das am Ende erreicht, ist es umso schöner. Ne? Aber diese Zeit, wo du in der Reha bist und immer wieder schuften musst für dein Comeback, wo du auch für viele erstmal egal bist, also auch für Journalisten oder auch für viele falsche Freunde, sagen wir mal, ne? Die sich dann wieder melden, wenn der Erfolg da ist, das merkt man dann schon. Aber deswegen sage ich ja, was egal ob bei Sieg oder bei Niederlage, egal bei Erfolg oder Misserfolg da ist, es ist immer die Familie. Ne? Und deswegen ist es immer so, dass meine Familie immer hinter mir steht und hinter mir stand. Und das macht mich dann sehr, sehr stolz, dass ich so eine Familie haben kann. Hm. Wie viele Brüder und Geschwister hast du? Wir sind fünf Kinder. Fünf Kinder? Ja, okay. Fünf Kinder. Zwei ältere Schwestern, zwei ältere Brüder. Meine Brüder sind Zwillinge, spielen auch Fußball, sind auch sehr, sehr talentiert, auch sehr ehrgeizige Sportler. Ich merke das heute noch, wenn die da in der Verbandsliga, wenn ich da manchmal zugucken gehe, dass sie da sich ärgern über eine Torschanze oder da, wenn sie einen Zweikampf verloren haben, dass sie da total emotional werden. Wo ich dann manchmal nach einem Spiel sage, hey, ihr seid 28, genießt es doch einfach noch. Nee, das geht nicht. Die wollen immer gewinnen, jedes Spiel. Und sind dann auch, so wie ich dann auch nach dem Spiel, manchmal nicht ansprechbar. Bei Niederlagen. Bei Sieg eher schon. Ist es bei euch so ein bisschen familiär auch gebunden, diese Sportlichkeit? Also man hört das ja öfter mal, dass so Kinder dann von ihren Eltern auch geprägt werden. War das bei dir ähnlich oder bei euch ähnlich? Ja, bei uns ist es so, dass die Familie sehr, sehr sportlich begabt ist. So meine eine Schwester, die ist sehr, sehr begabt, was die Stimme betrifft. Ihr Ziel war es immer, Sängerin zu werden. Die älteste Schwester wollte auch Fußball spielen. Da hat mein Vater aber gesagt, du machst mal lieber Schule. Ne? Weil als Frau, da ist es damals noch, ne? War es da ein bisschen problematischer, was Frauenfußball betrifft. Meine Brüder sind, wie gesagt, sehr, sehr ehrgeizig. Mit denen habe ich das auch. Mein Vater hat früher in der Türkei gespielt. Und das merkt man schon. Also wir sind eine Sportlerfamilie. Und das ist schon ganz, ganz gut. Also da wird dann beim Frühstück oder beim Abendessen gerne mal über Fußball oder über andere Sportarten auf jeden Fall gesprochen. Was war der Lieblingsverein als Kind? Lieblingsverein? Es war damals, in der Schule war das so, dass da gab es dann, nach Bauchgefühl gab es dann nur bei uns in Kiel, Dortmund, Schalke oder Bayern. Man musste sich sehr früh entscheiden und Farbe bekennen. Ich hatte mich damals für Bayern entschieden, weil Bayern München einfach... Rot-Weiß passt, ja. Ja, Rot-Weiß passt. Weil der Bayern München einfach ein Verein ist, finde ich. Viele sagen immer, ja, man ist so ein Erfolgsfan und man nimmt immer nur die Mannschaft, die Erfolg hat. Aber dass sie Erfolg haben, das ist einfach so beeindruckend für mich. Wann hast du eigentlich angefangen, wirklich auch professionell leben zu müssen? So durch Internate, durch einfach auch den Plan, Fußballprofi zu werden? Bei mir fing das sehr, sehr früh an. Also ich habe damals auch schon bei Holstein Kiel in der Jugend... habe ich auch sehr professionelle Trainer gehabt, die muss ich sagen, auch ein großes Dankeschön an die, also nicht nur Werder Bremen, auch Holstein Kiel in der Jugendabteilung, haben eine sehr, sehr gute Jugendabteilung. Die haben damals schon immer wieder, ich hatte damals gerade in 11 Jahren schon 5 oder 6 Trainingseinheiten pro Woche. Also ich habe noch Landesauswahltraining gehabt, dann hatte ich viermal mit der
mit der Normalmannschaft gehabt, mit 11 und dann mit 11 Jahren. Und dann hatte ich nochmal so ein Techniktraining gehabt, nochmal zusätzlich. Also habe schon sehr, sehr früh viel trainiert. Aber so richtig professionell habe ich es halt natürlich gemerkt, als ich in Bremen war. Ne? Weil da bist du dann auf dem Internat, da bist du quasi was Besonderes, dass du da überhaupt sein darfst. Und das musst du dann rechtfertigen mit Leistung. Ne? Und da gibt es keine Ausreden, da gibt es nicht, hier habe ich mal Wehwehchen oder so. Da musst du einfach auf die Zähne beißen und auch zur Not vielleicht ein paar Ellbogen ausfallen und einfach Gas geben. Ne? So ist es einfach. Und das habe ich dann schon relativ früh, dann mit 13 gemerkt, dass es in die Richtung geht, Professionalität. Und aber so richtig realisiert habe ich es dann erst in Braunschweig, als ich dann damals mit 17 Jahren unter Thorsten Lieberknecht auch Profifußballer geworden bin, meinen ersten Einsatz bekommen habe. Da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, jetzt hast du es quasi geschafft, jetzt bist du wirklich im professionellen Fußball. Was ist schwieriger, Profifußballer werden oder Profifußballer bleiben dann auch? Ich denke, überhaupt diesen Weg dorthin, der ist schon sehr, sehr schwierig, weil gerade als Jugendlicher hat man ja auch viele Flausen im Kopf, ne? Und hat auch seine Gedanken vielleicht woanders, außerhalb des Fußballs. Ne? Man ist jung, man möchte ein paar hübsche junge Mädels kennenlernen, man möchte vielleicht mal rausgehen mit den Jungs, ein bisschen abhängen, ein bisschen chillen, wie das heutzutage sagen. Es ist einfach, ich denke, der Weg dorthin ist schwierig, aber genauso ist es schwieriger, dann auch professionell und diszipliniert zu leben. Es ist nur dann schwierig, wie gesagt, wenn man die richtige Einstellung dazu hat, dann ist es nicht schwierig. Wenn man ganz genau weiß, es kommt alles darauf an, diszipliniert zu leben, gesund zu ernähren und solche Geschichten. Wenn es einem dann noch Spaß macht, dann ist es umso schöner. Aber ich denke, der Weg dorthin ist schwieriger. Wir haben schon mal darüber gesprochen, war für dich auch nicht ganz so einfach. Ne? Also gab es durchaus auch ein paar Ablenkungen, ne? Gerade zu der Braunschweig-Zeit, da gibt es ja diese Straßmann-Geschichte, die ich jetzt nicht nochmal erzählen will. Ja. Aber also du musstest auch lernen während deiner Karriere. Ja, definitiv, definitiv. Also ich sage ja auch immer wieder, dass man begeht eigentlich, an sich begeht man keine Fehler im Leben. Man macht ja diese Fehler, um dann irgendwann noch da diese Erfahrung einfach rauszuziehen. Ne? Ich meine, es gibt keinen Menschen, der hier noch nie einen Fehler gemacht hat. Ne? Ich meine, ich bin nicht stolz auf das, was ich gemacht habe, sagen wir es mal so, aber ich bereue auch nichts. Im Gegenteil, ich habe daraus was gelernt und ich bin dankbar darüber, über diese Erfahrungen, die ich machen konnte. Und das sollte einfach jeder. Jeder sollte das nicht immer so als negativ abstempeln, dass es ein Fehler war und dass das ein Fehler war. Nein, es ist eine Erfahrung. Ne? Und fürs nächste Mal geht man dann einfach anders hervor, geht man anders an die Sache heran. Aber deine Familie, die war bei all deinen Stationen auch immer irgendwie dabei, ne? Also ich hatte mich mal mit dem Thorsten Lieberknecht unterhalten, der meinte immer, ah ja, der Selim, der ist immer mit großem Anhang gekommen, ja? Und die haben dann Essen mitgebracht und Stimmung gemacht, ne? Ja, ja, das ist wirklich so. Also die Anfangszeit war das wirklich so, gerade in Bremen war das meinen Eltern sehr, sehr wichtig, dass die den Kontakt zu mir haben, dass sie mich zu den Spielen auf jeden Fall sehen und manchmal auch unter der Woche. Und die waren überall da. Also Bremen waren damals von Kiel 200 Kilometer, 200 hin, 200 zurück. Das sind 400 Kilometer, Zeitaufwand etc. Die haben das immer gerne gemacht, machen es heute noch gerne. Und in Braunschweig dann, so wie der Thorsten Lieberknecht das gesagt hat, war es ja auch immer so. Und dann auch später in Halle, Sven Köhler kann sich auch daran erinnern, meine Familie ist immer mit ganz großem Anhang gekommen. Und das ist bis heute noch so. Ne? Die sind mit allen Sinnen ihres Körpers sind sie da bei mir und verfolgen das Ganze. Und ist natürlich sehr, sehr schön. Ein paar Orangen für die Mannschaftskameraden. Und ich denke, es wird ihnen ganz gut schmecken. Das ist von unserem Garten hier in Antalya. Und zum Abendessen gibt es dann für jeden einen. Jetzt gerade gefahren sind, ist auch in der Regel meine Joggingstrecke. Wenn ich dann zum Wasser laufe, dann komme ich hier und dann geht es dann einfach geradeaus runter und da hinten sieht man auch schon das Meer. Ja. Genau. Das kannst du nicht leider geradeaus, nee. Das kannst du früher. Ich kann es zu Fuß tun, nicht mit dem Auto, jetzt müssen wir rechts. Okay. Zum Kreisverkehr. Zum Fahren. Wenn du willst, packst du hier. Nee, das ist okay, nennt sich das. Das ist ein Brettspiel, kann man zu viert spielen. Und ganz, ganz interessant, aber ich glaube, die spielen um Geld und also nicht zu uns. Da hinten haben wir früher geangelt auf den Klippen. Da haben wir selber uns so was gebastelt, so eine Route. Und
bisschen Haken, Vorfach, ne? Und dann haben wir das Ding reingeschmissen und zwei, drei Fische gefangen. Ja. Aber eher aus Lust und Laune, nicht weil wir Hunger hatten. Was fängt man hier so für Fische? Hier, ich weiß nicht, wie die im Deutschen heißen, so ganz kleine Makrelen kann man dazu sagen, genau. Mit Sonnenschein. Bisschen höher wahrscheinlich, ja, aber klar, im Winter. Ja, im Winter hat man generell so ein bisschen das Problem, dass die Strände da nicht so sauber gemacht werden und so. Ist ja klar, weil kommen wir hierhin, picknicken, lassen die Müll dann liegen oder so, das finde ich ein bisschen schade. Weil so eine Raki-Flasche muss man hier nicht unbedingt am Strand haben. Ja. Und vielleicht wollte auch jemand Flaschenpost oder? Flaschenpost nach Deutschland, ich weiß nicht, aber wollen ja auch keine Werbung für Alkohol machen. Ist nicht gut, liegen lassen. Hotel hier in der Region. Das ist Club Hotel Serra. Ja, das rote, das ganz große Gebäude. Das ist ein 5-Sterne-Hotel. Sehr, sehr berühmt auch. Und später haben sie dann das angefangen, Richtung Lare hinten heraus, Titanic und die ganzen Sachen zu bauen. Aber das ist mit das älteste und mit das luxuriöseste. Das ist ganz empfehlenswert. So ein Touri-Guide, weißt du? Ja, ja. Ja. Da vorne links sehen wir gleich die Teppiche aus. Selim Salzil. Du hast doch schon gesagt, die Straßenhunde, Strandhunde, wie man sie nennen will. Hast du selber Haustiere eigentlich? Oder? Wir haben eine Katze in Kiel. Ah, ja. Emil heißt er, Emil Jump. Und den Kleinen habe ich damals aus Bremen mitgenommen. Und ich konnte in Braunschweig nicht auf den aufpassen. Ich habe in Braunschweig auf mich selber schwer aufgepasst. Und dann auch auf die Verantwortung für eine Katze zu tragen, war ein bisschen schwierig. Aber ja, meine Eltern kümmern sich super drum, meine Geschwister, das ist wie ein Familienmitglied für uns. Ja. Die Kollegen angeln? Ja, das ist eine Seele, die du auch mal gemacht hast. Ja, wir gehen dann eher schon zum Fischmarkt und holen uns den besten Fisch, den es gibt. Aber es ist so, dass wir ab und zu mal einfach mal schupfen, just for fun, ein bisschen angeln. Aber mit einer selbst gebastelten Angel dann so einen Stock und dann vorne machen wir so einen Haken dran. Und manchmal hat man dann auch Glück, da sieht man hier mal kleine Fische. Könntest du dir denn eventuell vorstellen, auch im Laufe deiner noch weitergehenden Karriere auch mal in der Türkei zu spielen? Ja, ist natürlich eine gute Frage, ne? Die mir immer wieder gestellt wird. Ich verfolge immer wieder den türkischen Fußball auch. Ich kann es mir vorstellen, klar, wieso nicht? Ich kann es mir vorstellen, hier Fußball zu spielen. Man weiß ja nie, was die Zeit so bringt. Aber du wärst doch am Ende dann eigentlich weiter weg von deiner Familie, oder? Ich glaube, wenn es so wäre, meine Eltern sind jetzt mittlerweile auch Rentner, also sie sind schon älter. Ich glaube, dann würden sie auch mitkommen. Ah ja. Früh angefangen. Die ersten Fußballschritte habe ich damals auf der Straße gemacht. Das war damals in Kielgarden auf dem Vineta-Platz. Und dann hatte ich dann irgendwann die erfreuliche Nachricht von meinem Vater erhalten, dass er uns bei TuS Garden angemeldet hat, mich und meine Brüder. Und es war dann so der erste Verein, wo ich dann Fußball spielen durfte, mannschaftlich. Das war aber hart auf der Straße, nehme ich an. Ne? Da musste man nochmal die Ellenbogen ausfahren. Ja? Man kennt ja solche Geschichten, gerade auch als Jüngerer gegen Ältere. Ja? Ja, das war definitiv so. Meine Brüder sind 2 Jahre älter als ich. Die wiederum hatten Freunde, die 2-3 Jahre älter sind als die. Dann waren die plötzlich 5 Jahre älter als ich oder 6 Jahre älter als ich. Und ich war ja der Kleinste, der Jüngste. Und da musste ich mich immer durchsetzen, klar. Aber es hat mich, glaube ich, so ein bisschen geprägt und hat auch immer mir so ein bisschen fürs Jetzige auch immer viel mitgegeben. So, ne? Und, aber das Fußballspielen auf der Straße hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Das machen wir heute noch. Ist ein bisschen von der Verletzungsgefahr her nicht ohne, aber es
macht mir heute noch sehr, sehr viel Spaß. Und wenn du zurückkommst nach Kiel, Garden, ne, dann bist du doch so ein kleiner Held, sag ich mal, ne, weil du es geschafft hast, ja. Ja, das kann man schon so ein bisschen sagen, weil ja, es ist ein Arbeiterviertel in Kiel, Garden. Und ja, viele Freunde von mir auch von früher, zu denen habe ich immer noch einen Kontakt und merke ich auch, dass sie auch sehr, sehr stolz sind, dass ich es geschafft habe, quasi mein Traum zu verwirklichen und Profifußballer zu werden. Ne? Und ja, schöne Grüße auch nach Kiel Garden übrigens. Tschüss! Ciao! Ciao.